Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von H1Z1. Und gleich geht's schon los. Keine Ahnung, da kommt ein Spieler auf uns zu, aber der scheint nichts zu haben. Oh, er hat einen Rucksack. Hat er? Ja. Wo ist er? Da runter ist er gelaufen, da unten läuft er. Den nicht. Da ist er. Willst du ihn schießen? Ja, aber ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Der kommt jetzt gleich links bei den Bäumen raus. Oder auch nicht. Scheiße, der rennt den Berg hoch, den schattigen Berg. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Nee, komm, hat keinen Sinn. Das Problem ist, ich habe noch so laut eingestellt, weil ich rausgetappt bin. Bist du raus? Bist du hin? Was? Bist du hin? Ich bin runtergelaufen. So. Ich komme wieder hoch. Schade. Ich habe noch so laut eingestellt gehabt, dass die Umgebung sound, dass ich fast. Dass man wahrscheinlich dich fast nicht gehört hat jetzt. Achso, wollen wir nochmal da anfangen? Nein. Okay. Ach, schade. Ich habe gedacht, da wird jetzt auch mehr passieren, aber. Achso. Leute, ey. Da hinten. Da ist ein Bär. Man dieses Scheiß, hey, da ist ein Bär. Sieht. Wo? Da drüben. Wollen wir wieder schießen? Ja, komm, jetzt sind wir ganz gut bewaffnet. Ich schieße als erstes. Oder nee, schießt du mit dem Scharfschützengewehr als erstes, wenn er steht, auf Kopf halt. Ja, wenn er steht, ist gut gesagt. Ja, der steht bestimmt gleich. Mhm. Ich guck nach links und rechts so lange, ob da irgendwas kommt. Er kommt jetzt, triffst ihn aber auch, wenn er läuft. Das war ein Kopfschuss und ich habe keine Munition mehr. Ah, krieg ich. Du sollst nicht. So, den machen wir jetzt. Null Problemo. Null Problemo. Wir könnten eigentlich die Kugeln wieder rausziehen und benutzen. Ah ja, geht das? Nein, schade. Hat er was droppen lassen? Biermiet und Fett. Aber immerhin, hey Leute, wir haben einen Bär getötet und keiner ist dabei draufgegangen. Haben wir, glaube ich, noch nie geschafft. Weiß es nicht. Und na, letztes Mal, das eine Mal, habe ich draufgeschossen. Und ja, irgendwie hat mich der Bär umgebracht. Und das andere Mal war es ja so, dass der eine halt, dass ich draufgeschossen habe und der andere Spieler mich weggesnappt hat. Stimmt. Da, das war super. Halt, die haben öfters mittlerweile ich gestorben, glaube ich. Ja. Wie schaut's denn bei dir aus mit Essen und so weiter? Bist du jetzt eh noch voll, oder? Schön. Ja, Energy ist wieder schon nur noch auf 31, aber. Ja, wieso hast du nicht ein Fleisch gegessen? Ja, noch nicht. Achso. Zöger das mal raus. So bis in die letzte Sekunde. Ja. Kurz vorm Krepieren ist da nachher was. So, wir wollen weiter in Richtung Norden, oder? Ja, was ist das denn da? Das da? Das ist so Gegenspann, wo für die Hochspannungsleitung. Ach, da kommt die Hochspannungsleitung aus dem Boden raus. Ich hab gedacht, das wäre jetzt irgendwie eine Hütte oder sowas. Na. So eine abgedeckte Hütte mit Ästen sah das für mich gerade so ein bisschen aus. Na, so cool ist es nicht. So. Ich weiß nicht, wir sind jetzt am Weg in Richtung Norden zu den nächsten Dingen. Das Blöde ist die Autos. Ich wüsste nicht, wo wir ein Auto am sinnvollsten finden. Und ich weiß auch nicht, wo wir es nach einer Aufnahme abstellen. Halt wahrscheinlich, wenn wir dann müssen wir dann fast 2-3 Parts machen mit dem Auto. Dass wir ein bisschen zumindest, bis wir schrotten. Und dann nehmen wir uns die Teile raus und ja. Also sinnvoll, also wenn wir wirklich eins haben sollten und das dann auch weiter benutzen, dann sollten wir das einfach irgendwo wirklich, keine Ahnung, am Arsch von der Karte hinstellen. Na, ich glaube, das Auto werden wir nicht bekommen. Ich glaube, dass wir eher die Teile einfach rausnehmen sollten. Und dann sich wieder suchen. Ist gleich sinnvoller. Ja, könnte auch sein. Okay, da kommen. Ah, ich weiß schon, da kommen wir zu dem großen Gebiet mit den. Hörst du das? Ja, ganz leise, was ist das? Entweder Ambientmusik oder ein Airdrop. Ja, aber dann denkt man, na, Airdrop ist viel lauter. Ich glaube, das ist das Gebiet hier. Stimmt. Hier war immer die blöde Musik. Ich bin nur gerade überlegen, ob wir die Häuser durchschauen sollten. Ich gehe mal in seine Haus, wo die Garage ist. Da ist die, halt wirklich. Aber ich sehe da drinnen gar nichts, halt, ich brauche eigentlich gar nicht reingehen. Washing Machine, schauen wir mal, was in der Wasch ein T-Shirt. Achtung, da kommt ein Zombie. Ja, ich gehe wieder raus. Gedroppt. Weil ich sehe drinnen gar nichts. Ah, nee, ist nicht so prickelnd. Da ist eine kleine Hütte. Boom! Das wäre jetzt lustig gewesen. Einfach nur eine Hütte hingestellt, um eine Mine reinzulegen.
Wir könnten wieder, weißt du, zu den einen Gebäude, wo du mal gestorben bist, gehen. Dort Ja. hinten zu den. Weil ich glaube, das ist ja da jetzt gleich so rechts hintere. Ja. War die Musik hier nervt. Rennt da drüben ein Zombie oder ist das ein Spieler? Das ist ein Der Zombie, links. ja. Kombi. Bin ja gespannt, wann sie jetzt wieder die Zombie-Armeen einführen. Die sich rausgepatcht Ja, haben wieder. nervt halt einfach ein bisschen, dass hier so wenig Leute, also Zombies sind. Drüben ist eine kleine Das ist. Base. Wollen wir Also ich hinschauen hab. oder? Ja, kann man mal machen. Also ich habe ja letztens mal ein bisschen DayZ Standalone so für mich gespielt, um mal wieder reinzukommen. Mhm. Ich bin, ich glaube, innerhalb von einer Stunde zwei Zombies begegnet, glaube ich. Ja, das ist teilweise extrem. Fand ich ganz schön blöd. Das Blöde ist, überhaupt wenn du dich auskennst, rennst du eigentlich gar nicht mit Zombies viel herum, weil Zombies sind eh unnötig. Halt, du tust mit der Axt einen Kopfschuss oder einen Kopfschlag geben und der ist sowieso tot. Ja. Und mehr ist ein Zombie eigentlich nicht wert. Die lassen ja nicht mal gescheite Sachen droppen. Da gar nichts lassen die droppen. Zumindest war es bei mir damals noch so, wo ich aufgehört habe. Ist jetzt zwar auch schon wieder 3 oder 4 Monate her. Hast du Standalone oder die Mod? Standalone. Da gibt es zwar noch nicht, gibt's noch nicht so viel Inhalt und deswegen, ja. Ich glaube, die 400 Parts auf der Standalone. Fast. So Vielleicht. scheiße kann es ja dann nicht sein. Nein, nein, es ist halt ein Jogging-Simulator. Wirklich. Ah. Weil du rennst wirklich teilweise nur herum. Und wir haben das halt einfach, das habe ich mit dem Kunden damals zusammengespielt. Das war einfach so, dass wir ja, einfach gelaufen sind, über Gott und die Welt geredet haben und zusammengelootet haben, sind gestorben und haben wieder von neu begonnen, so ungefähr. Weil das ist teilweise gegangen, da sind wir ein Bad lang nur gelaufen in eine Richtung. Ja, klar. Geht halt nicht anders. So, ich hoffe, dass wir da jetzt eine Batterie finden. Und dann sterben wir, das sehe ich schon kommen. Gehst du rechts? Ja. Dann mache ich die. Okay, ich sehe da gar nichts. Das ist so schlecht. Jetzt fängt nämlich das Gegenlicht auch gerade noch ein bisschen ins Wirken an. Bei mir. Eine Batterie erkenne ich da nie. Unmöglich, kann ich Großer vergessen. schwarzer Kasten. Ja, aber da, ich sehe nichts. Nö. Ein großer schwarzer Kasten. Und wenn, dann wird es in den Regalen stehen, oder? Schätze ich mal. Ah. So, in der Tanke, ich gehe jetzt in die Tanke. Ja, ich bin noch drüben auf der anderen Seite. Und Baby, gib mir Aber eine. ich wüsste nicht, wo ich das. Police Car Headlights, hast du die? Nee. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Da sind nochmal Headlights. Offroad und eine Crowbar. Was haben wir da? Police Car Headlights. Was ist das? Take Fuel. Naja, immerhin Fuel. Biofuel. Munition für dich. Da ist Munition noch einmal, glaube Ich ich. habe jetzt, ich hab jetzt ein bisschen Fuel dabei. Ist das mit einem Kanister oder? Ja, ist ein Kanister. Halt, wir können zumindest einmal ein Stück fahren, wenn. Ja. Steht auch dabei, wie viel da drin ist. 5 Liter Kanister. Water of a Tank, also Viertel Tankfüllung. Auch nicht wirklich viel, aber. Besser aber als gar nichts. Du musst dann sowieso wissen, wo du das findest oder wie du das craftest. Sonst kommst du wahrscheinlich überhaupt nicht weit. Rennst du da gerade am Parkplatz rüber? Ich bin auf dem Parkplatz jetzt. Passt. Komm dir gerade entgegen. Komm, Spieler! Ja, schieß mich ab. So, wir Hab wollen jetzt keinen. in Richtung Norden noch weiter, oder? Ja. Das wäre die Richtung. Ja. Weil sonst glaube ich nicht, dass da noch irgendwo was Sinnvolles ist, dass wir das durchsuchen sollten. Ich habe zwar Oh fast Mann, jetzt ey. kaum was gesehen, aber besser Ja als. gut, aber wie gesagt, ich glaube, die steht dann halt einfach irgendwo rum, die Batterie, und ist groß und schwarz, die findet man schon. Oh Mann. Na, wir droppen sie sicher von einem Zombie raus, das sehe ich schon kommen.
Wahrscheinlich. So, wir müssen jetzt da über Da die lang? Brücke oder gehen wir gerade querfeld gleich? Eigentlich ist egal. Wir könnten gleich welcher B-Kompass. Das ist Ah. sowieso in Ordnung ist. Lustig ist also auch bei mir mit meinem Kompass ist ein bisschen schwierig. Weil es sind ja. Na. Grad sind das 90 Grad, wo ich halt Ja. Norden angezeigt bekomme. Und dann gleich übersprungen und dann wieder 90 Grad zurück, bis dann Norden wieder ist. Ich wollte nur da kurz herlaufen zum Wasser, dass wir Okay. unsere leeren Flaschen Ja. auffüllen. Ich weiß nicht, wie viel du hast, leere Flaschen. Ein paar, ich glaube vier oder Ich so habe müsste ich 7. haben. Muss ich das für jede einzeln machen? Oh Vier. mein Gott. Dass wir beim nächsten Mal zumindest, wenn wir abkochen können oder sowas. Auch sieben, super. Ja, es geht aber halbwegs schnell, 4 Sekunden oder wie viel waren es? Oder 5? 5 Sekunden. Scheiße, ich hatte sogar noch ein Campfire mit und hab's gedroppt. Jo. Naja. Kennt man ja. Wooden Arrow, Kompass, Beer Meat, Weapon Repair Kit. Ja, das Einzige, was mir fehlt, ist einfach Munition eigentlich für meine Waffe. Ich bin voll, ich bin, hab's jetzt alle mal reingehaut. Könnten wir eigentlich. Blackberry sollten wir auch wieder mitnehmen, oder? Ab und zu. Sonst kann man sich kein Juice machen. Branches dürfen wir nachher nicht vergessen wegzuschmeißen. Weißt du, was interessant ist? Wusstest du, dass Wasser nichts wiegt? Was? Oh. Ach so, weil Autsch. die Bottle auch 25 hat, oder wie? Ja. Wo bist du denn hin? Ich bin darauf in den Berg gleich. Ach komm, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Na Scheiße. komm her. Boah, er schießt einfach nieder. Die gute Munition. Wie viel Schuss hast du eigentlich schon von der 45er? 32. Okay, das geht eigentlich noch. Muss den Zuschauern ja auch was bieten. Ja, bei mir gibt es nur immer Pfeil und Bogen Gun Action. Action. Was, wir sind in Richtung Norden direkt unterwegs. Ich sehe genau gar nichts. Ob da irgendwo höre ich einen Zombie nur. Ah, der ist glaube ich Hinter hinter uns. uns. Also, Ja. dunkel ist es bei mir jetzt eigentlich gar nicht. Ja, es ist nicht so dunkel, aber ich weiß nicht. Irgendwie mein Monitor ist was der hell, der Raum ein bisschen und. Krieg sogar von hinten Licht. Bei mir fällt gerade direkt das Licht auf den Bildschirm. Also bei mir geht's. Ich hoffe, dass es halt wieder nicht in der Aufnahme so nachdunkelt. Das ist immer so nervig. Ja, das kannst du aber fast nicht verhindern. Ah. Beim Encodieren. Dann müsstest Rohdateien hochladen. Obwohl bei HNZ ja die Rohdateien nicht einmal so extrem wäre zum Hochladen. Ich glaube, der Das ist Part hat eh so ein 20 Gig bisschen. oder sowas, oder? Ja, das ist ein bisschen bitter. Also, wenn man vergleicht bei einer Tagfolge die enkodierte Größe zur normalen, das sind ja gerade, also sind immerhin noch 15% ungefähr. Schon bitter. Also, wenn ich vergleiche, zum Beispiel die Escapists, da hat eine Rohdatei für eine Folge ungefähr, ja, also zwischen 15 und 20 GB, kommt immer ein bisschen drauf an, wie lang sie sind. Und da die enkodierte Datei sind 300 MB. Okay. Aber gut, ist halt auch keine 3D-Grafik. Na, und es kommt auch viel auf die Schädeeffekte an. Ja. Schädeeffekte, Staubeffekte. Ja. Darum sage Nee, ich hier sowas hat das so, alles nicht. mein Jubiläumsbart zum 365. Bart vom LS hat knappe 12 GB gehabt. Eine halbe Stunde. Enkodiert. Okay, krass. Hat ja ewig zum Hochladen gedauert. Ja, 1,5 Stunden, 2 Stunden nicht ganz. Geht aber noch. Ich lade 7 GB in der Stunde. Beziehungsweise ich lade jetzt auch gerade neben der Aufbauannahme hoch. Was auch so, ja. Wir müssen jetzt eh schon in den Westen, oder? Oder hätten noch wir Glaub noch weiter in schon. den Norden müssen? Aber ich Nee. glaube, wir sind jetzt. Wir könnten nochmal mit der Lok überprüfen. Wir sind jetzt bei plus 3100. Schauen. Ja, Weil das müsste müsste also. fast am Ende sein. Da oben ist ein Trailerpark. Ja, ich wollte eh da noch hinauflaufen, weil das geht sich gerade noch schön in diesem Bad aus. Obwohl wir wahrscheinlich hier nicht eine Batterie finden werden. Über den Tod. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich danach suchen soll am besten.
Auf den Tischen höchstens hier draußen. Vorhin den drinnen braucht man eigentlich nicht suchen. Sieht man auch gar nichts. Na, passt. Aber liebe Leute, wir sind's wieder mal für heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Part von Heinz Zetterns. Bis dann, tschüss.